Hi zusammen, ich habe heute das Monatsupdate für den Monat Juli für euch. Es ist leider ziemlich spät, was aber daran liegt, dass es in letzter Zeit einfach mega heiß war und sich in meinem Zimmer auch ordentlich die Hitze gestaut hat. Und jetzt, wo das Wetter wieder ein bisschen abgekühlt ist, dachte ich, ich ergreife gleich die Chance und drehe das Update, bevor es wieder heiß wird und ich ja keine Chance dazu habe. Weil, seien wir ehrlich, das Fenster zuzumachen und den Ventilator auszumachen ist bei Temperaturen über 30 Grad einfach ja, lebensmüde. Und deswegen kommt das Video auch erst jetzt. Vorab noch eine kleine Sache. Ich wurde in letzter Zeit öfter mal gefragt, ob man mich auch auf anderen Seiten außer YouTube finden kann. Ich habe zum Beispiel einen Facebook-Account. Den findet ihr unten in der Infobeschreibung. Ich habe Instagram und auch Twitter. Alles unten in der Infobeschreibung. Ich sage das nur nicht bei jedem Video dazu, weil ich denke, dass es auf Dauer irgendwie nervig wäre, am Ende jedes Videos zu hören: Ja, ich habe den und den Account und folgt mir auch da und da und bla und bla. Aber ja, wenn ihr Bock habt, könnt ihr da gerne mal vorbeischauen und könnt mich da auch abonnieren oder mir folgen oder mit mir schreiben oder keine Ahnung was. Ich erwähne das jetzt halt, weil ich ein paar Mal danach gefragt wurde und ich weiß, dass nicht alle Leute in die Videobeschreibung gucken, aber es ist tatsächlich so, dass ich das unter jedes Video, in jede Videobeschreibung poste ich alle Social Media Links. Das heißt, da könnt ihr immer alle Seiten finden, auf denen ich so vertreten bin. Jo, dann fangen wir direkt an, denn ich habe diesen Monat, beziehungsweise letzten Monat, wir haben ja schon August, ziemlich viel gekauft. Ich habe ein bisschen über die Stränge geschlagen. Ja, ihr werdet es ja gleich mitbekommen. Und deswegen fangen wir direkt mit Carlsen an, weil es auch der größte Stapel ist. Da habe ich nämlich ja, zwei ganze Reihen und eine fast komplette Reihe. Und deswegen fangen wir da jetzt direkt mit an, und zwar mit Kizuna. Kizuna ist von Kazuma Kodaka, ist schon ein relativ alter Boys Love Manga. Lasst euch bitte vom Cover nicht abschrecken. Das ist kein Bondage SM Manga, sondern ein ganz normaler Boys Love. Aber es war halt, der Manga stammt aus den 90ern und da war es in Japan nun mal in, wenn man Illustrationen zu irgendwelchen Boys Love Manga gemacht hat, auch mal gerne Halsbänder und Ketten und keine Ahnung was dazu zu zeichnen. Wer Sachen von, ja, Kazuma Kodaka oder auch Minami Osaki kennt, der wird wissen, was ich meine. Die kommen auch immer mit einer netten Farbseite. Also der Zeichenstil ist halt schon so ein bisschen was älter. Es stört mich persönlich aber überhaupt nicht, weil ich das eigentlich ganz gerne mag. Ja, da habe ich, wie man sieht, den ersten Band, den zweiten Band. Da zeige ich auch noch kurz die Farbseite mit. Dann den dritten Band. Vierten Band. Den fünften Band. Den sechsten Band. Ich habe alle Bände, die ich jetzt davon habe, bei Rebuy gekauft. Band 7. Wenn ich es aufkriege. Ja, bei Rebuy habe ich alle Bände ziemlich günstig bekommen, die ich davon gekauft habe. Und ich muss auch sagen, die meisten sind in einem recht guten Zustand. Die haben zwar so die ein oder andere Delle oder kleine Macke, es ist aber bei dem Alter von den Bänden ziemlich normal. Ja, bis Band 10 habe ich sie jetzt. Es gibt noch einen 11. Band. Den habe ich leider nicht bekommen über Rebuy. Der ist auch ein bisschen teurer so zu bekommen und deswegen habe ich den jetzt noch nicht. Da werde ich mal schauen, ob ich den demnächst mal irgendwo finde. Ich habe ihn schon gesehen, bei Medimobs gibt es ihn für, ich glaube, 20 €. Aber ja, da 20 € für einen einzelnen Manga doch ein bisschen teuer sind,
habe ich bisher noch nicht zugegriffen, sondern überlege noch so ein bisschen, beziehungsweise warte noch ein bisschen ab. Vielleicht finde ich ihn ja doch noch mal irgendwo anders für einen etwas besseren Preis. Und ja, dazu kann ich jetzt noch gar nicht viel sagen. Ich habe den Manga zwar vor Jahren schon mal gelesen, aber ich habe ihn jetzt noch nicht wieder durchgelesen. Und ja, deswegen werde ich zu dem Manga jetzt nicht viel sagen, weil meine Erinnerung daran einfach schon ziemlich verblasst ist und ich vielleicht sonst irgendwas Falsches erzählen würde. Aber ich habe mir fest vorgenommen, wenn ich auch den 11. Band habe, möchte ich gerne eine Review zu dem Manga Kizuna machen und dann werde ich ausführlich über den ganzen Manga so ein bisschen berichten. Und ja, darauf könnt ihr dann schon gespannt sein. Wie gesagt, bevor ich jetzt irgendwas Falsches erzähle, sage ich lieber erstmal nichts zu dem Manga, bis ich ihn nochmal gelesen habe. So, wir bleiben bei Kazuma Kodaka. Und zwar habe ich da noch etwas ergattern können, und zwar Kiss Me Teacher, Band 1. Hier sind auch wieder hübsche Farbseiten drin. Band 2. Ja, der dritte Band. Die habe ich auch größtenteils über Rebuy und ein paar wenige, ich glaube 3 Stück oder so, auch über Medimobs bekommen. Das Problem an denen ist, ihr hört es schon, dass da so nervige Aufkleber hier hinten drauf waren, die leider ja ihre Klebreste hinterlassen haben. Und jetzt muss ich mal gucken, wie ich das irgendwie wegkriege, ohne dabei den Manga zu beschädigen. Aber ja, momentan kleben sie ein bisschen und das nervt mich ein wenig. Ja, dann haben wir hier den 6. Band. Den 7. Band mit einem sehr hübschen Cover, wie ich finde. Ach, komm schon. Der möchte jetzt nicht aufgehen. So. Also auch da sieht man, dass der Zeichenstil ein bisschen älter ist, aber das stört mich, wie gesagt, gar nicht, weil ich das eigentlich ganz schick finde. Ich mag so alte Manga. Ich weiß auch nicht, ich habe da irgendwie eine Liebe für. Und mit 10 Bänden ist der Manga auch abgeschlossen. Das heißt, ich habe mir die Reihe komplett gekauft. Auch hierzu kann ich leider nicht so viel sagen, weil ich den Manga, wie gesagt, auch wie schon bei Kizuna gesagt, schon mal vor Jahren gelesen habe. Das liegt aber sehr, sehr weit zurück. Und bevor ich jetzt irgendwas Falsches erzähle, ja, lasse ich es lieber. Und werde auch dazu, habe ich geplant, demnächst eine Review hier hochzuladen. Und ja, da werde ich dann ausführlich auf den Manga eingehen. Das heißt, wenn ihr mehr Infos zu dem Manga haben möchtet, dann solltet ihr die Augen offen halten, denn demnächst werde ich dazu eine Review machen. Und ja, dann werde ich mehr über den Manga berichten. So, jetzt packe ich das mal kurz zur Seite. Dann habe ich mir einen relativ aktuellen Band gekauft, und zwar Undeniable von Kyugo. Die Frau gehört inzwischen zu einer meiner absoluten Lieblingsmangaka, weil ich nicht nur ihren Zeichenstil abgrundtief schön finde, ich finde auch ihre Geschichten echt toll. In diesem Einzelband waren jetzt, ich glaube, 3 Kurzgeschichten. Die eine war, also die Titelstory war die längste, fand ich persönlich ziemlich gelungen. Ich fand nur das Ende so ein bisschen, nee. Also es hätte nicht so offen enden müssen für mich. Ich bin halt, ja, wie soll ich sagen, ein bekennender Liebhaber von Happy Ends. Und auch wenn das Ende auf ein Happy End hingedeutet hat, war es doch irgendwie sehr traurig zwischenzeitlich. Und ja, ich hätte mir gerne gewünscht, dass es so ein bisschen einen Abschluss gefunden hätte. Aber gut, das ist jetzt nur meine persönliche Meinung. Der Manga war trotzdem sehr, sehr gelungen. Dann waren noch andere Kurzgeschichten hinten drin, unter anderem eine Geschichte, die zu einem anderen
Einzelband von Kyogo gehört. Was ich sehr cool fand, dass es da sozusagen ein Wiedersehen mit den Protagonisten gab. Die Geschichte mit den beiden Cousins, die ihr hier jetzt seht, die fand ich auch echt niedlich. Auch wenn sie echt super kurz war. Und ja, fand ich auf jeden Fall wieder ein sehr, sehr, sehr gelungener Einzelband. Von Kyogo könnte hier ruhig noch mehr rauskommen. Also ich hoffe, dass wir nicht das letzte Mal einen Manga von dieser Zeichnerin hier in den Händen halten dürfen. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf mehr. Und das letzte, was ich mir bei Carlsen gekauft habe, war so ein, ja, wie soll ich sagen, ein ganz persönlicher Wunsch, den ich mir erfüllt habe. Das ist nämlich eine Reihe, die ich schon seit 10 Jahren haben möchte, über 10 Jahre, und bisher nie die Chance hatte, ranzukommen, weil sie einfach total vergriffen ist. Und ja, es handelt sich dabei um die Serie Double Juliet, die damals in der Daisuke lief. Man sieht auch hier, das ist ein Best of Daisuke Manga. Ja, und ich hatte das wundervolle Glück, wirklich. Oh mein Gott, ich kann es gar nicht fassen, dass ich endlich diesen Manga habe, weil ich das wirklich schon so lange haben wollte. Ich hatte das wundervolle Glück, auf eBay einen Anbieter zu finden, der die ganzen 14 Bände auf einmal angeboten hat. Und demnach kann ich euch jetzt ganz stolz zeigen, dass ich mir einfach auf einen Schwung die ganze Serie gekauft habe. Auch noch zu einem recht guten Preis, meiner Meinung nach. Manche der Bände findet man gar nicht im Internet. Andere werden für um die 20 Euro gehandelt. Ich habe jetzt so umgerechnet für jeden Band etwa 3 Euro oder so bezahlt. Ich habe es halt für einen Komplettpreis gekauft. Und ja, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Manche der Bände haben, wie man hier vielleicht sehen kann, schon mal bessere Tage erlebt. Also die haben schon zum Teil echt arge Knicke oder so. Dafür, dass man aber manche Bände wirklich gar nicht mehr findet, war es mir dann in dem Augenblick auch relativ egal, muss ich gestehen. Ja, diesen Wunsch, muss ich es schon eigentlich nennen, konnte ich mir erfüllen. Ich bin super mega happy, dass ich diesen Manga jetzt endlich mein eigen nennen darf. Und habe ihn auch sofort gelesen, als er angekommen war. Und ja, habe die ganzen 14 Bände durchgefiebert. Und danach habe ich erfahren, dass es tatsächlich in Japan eine Folgestory gibt. Die heißt Double Juliet 2. Ja, sehr kreativer Titel, aber naja. Hat inzwischen 4 Bände, wird unregelmäßig fortgesetzt, aber gibt es leider weder auf Deutsch noch auf Englisch. Was ich total schade finde, denn ich liebe diesen Manga und eigentlich gehört ihm viel mehr Aufmerksamkeit, weil er wirklich gut ist. Zum Inhalt ist zu sagen, es geht um Ito und Makoto. Das hier ist Ito, das ist Makoto. Makoto sieht aus wie ein Mädchen, ist aber ein Junge. Ito sieht gerade zu Anfang aus wie ein Junge, ist aber ein Mädchen. Es ist so, dass Makoto frisch an die Schule kommt, hat einen Pakt mit seinem Vater geschlossen, dass er, wenn er die Highschool fertig macht, als Mädchen verkleidet, eben frei ist, nicht den Dojo von zu Hause übernehmen muss, sondern seinen eigenen Weg gehen darf und Schauspieler werden darf. In der Theatergruppe trifft er direkt auf Ito. Ito sieht aus wie ein Junge, stellt sich aber nach den ersten paar Momenten schon direkt raus, Ito ist ein Mädchen, das einfach nur mega burschikos ist und ja, ist aufgewachsen in einem Haushalt nur mit Männern. Die Mutter ist schon früh gestorben, daher ist Ito auch, wie soll ich sagen, ein halber Kerl, zumindest am Anfang. Aber zu viel verraten will ich ja jetzt auch nicht. Ja, Makoto und Ito verstehen sich recht gut, freunden sich auch total schnell miteinander an. Durch einen unglücklichen Zufall findet Ito sofort heraus, dass Makoto eben gar kein Mädchen, sondern ein Junge ist.
Und das heißt für Makoto eigentlich, dass er die Wette mit seinem Vater verloren hat und er zurück nach Hause muss. Aber da Ito ihn unterstützen möchte, sagt sie natürlich, dass sie den Mund halten wird, dass sie ihm helfen wird, dass es niemand rausfindet, dass sie natürlich auch, wie soll ich sagen, ihn irgendwie unterstützen möchte. Und so geht der Manga eben los. Und so tauchen immer wieder irgendwelche, ja, seltsamen Leute auf, die versuchen, wie soll ich sagen, Makoto auffliegen zu lassen oder seinem Geheimnis ziemlich nahe kommen. Und Ito und Makoto versuchen halt, dem irgendwie entgegenzuwirken und ja, versuchen es eben zu schaffen, dass sie beide ihren Traum verwirklichen können. Denn auch Ito möchte unbedingt Schauspielerin werden und so teilen sie ja diesen Traum. Und ja, eine Liebesgeschichte gibt es dabei auch. Allerdings würde ich den Manga so in Comedy Romance einordnen, weil es doch sehr viele lustige Momente gibt und das ziemlich überwiegt. Es war auf jeden Fall ein Manga, den ich unbedingt haben wollte und den ich jetzt endlich habe und ich bin mega happy und ich muss den unbedingt haben und ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich würde gerne eine ausführliche Review zu diesem Manga machen. Wann weiß ich noch nicht ganz genau, weil ich die wirklich gut machen möchte und deswegen da ein bisschen ja, Vorbereitung brauche. Aber ich ja, möchte diesen Manga gebührend vorstellen und deswegen wird es da höchstwahrscheinlich auch noch eine Review zu geben. Und ja, da dürft ihr drauf gespannt sein. Das war's jetzt mit Carlsen. Ich habe mir dann noch drei Bände von Emma gekauft und zwar ist es eine in sich abgeschlossene Reihe. Time Stranger Kyoko von Adina Tanemura. Band 1, 2 und hier unten ist noch der dritte Band. Ja, den Manga hatte ich schon mal vor einigen Jahren, musste ihn aus diversen Gründen verkaufen. Damals habe ich sehr viele Manga verkaufen müssen und der war leider auch dabei. Ich habe die Manga jetzt auf Rebuy gekauft. Die waren daher sehr günstig, sind auch nicht mehr im allerbesten Zustand, wie man sieht, aber dennoch ganz gut in Schuss. Hat pro Band 99 Cent gekostet, deswegen ist es auch in Ordnung, wenn die halt nicht mehr ganz taufrisch sind. Wie gesagt, der Manga ist auch ziemlich alt. Das ist der Manga, der direkt nach Kamikaze Kaito-jan rauskam. Dementsprechend sieht man das auch ein bisschen am Zeichenstil. Der hat zwischen den beiden Manga jetzt nicht unbedingt total die Wandlung durchgemacht und auch die Charaktere sehen hier und da den Charakteren aus Jan ziemlich ähnlich. Die Story ist relativ simpel. Es geht um Kyoko. Und Kyoko ist die Kronprinzessin von so einem, wie soll ich sagen, es gibt nur noch ein Reich auf der Erde und also ein großes Reich und Kyoko ist die Kronprinzessin davon. Ja, Kyoko möchte aber eigentlich einfach nur ein ganz normales Mädchen sein und versucht deswegen ihre Zwillingsschwester, die in einem ewigen Schlaf steckt, aufzuwecken. Ja, sie begibt sich dann halt eben mit zwei Dienern auf eine Reise, und weil sie dafür bestimmte Leute suchen muss, weil sie sonst das nicht bewerkstelligen kann. Und darum geht es eben in dem Manga. Die Story ist recht süß, ist eigentlich so, ja, mit den drei Bänden gut abgeschlossen, hat mir gut gefallen. Hätte ich, wenn ich es mir damals hätte aussuchen können, auch eigentlich nicht verkauft. Ja, deswegen bin ich recht happy, dass ich die jetzt wieder habe. Gerade weil es auch einer der ersten Adina Tanemura Manga war, die mir so richtig gut gefallen haben. Und deswegen, ja, musste der jetzt wieder mit. Da ich sonst nichts von Emma habe und auch nicht von irgendeinem anderen Verlag noch, mache ich weiter mit Tokyo Pop. Und zwar habe ich mir da so ein paar Dinge gekauft. Ja, es ist ein etwas größerer Stapel geworden. Nicht ganz so groß wie bei Carlsen, dafür etwas vielseitiger. Und zwar habe ich als erstes gekauft die Bakuman Box.
jetzt muss ich mal gucken, dass ich das halte, dass es nicht spiegelt. Die erste Box mit Band 1 bis 5 drin. Die ist, wie man sieht, noch eingepackt. Ich kam noch nicht zum Lesen, ehrlich gesagt, weil ich, wie gesagt, diesen Monat ein bisschen über die Stränge geschlagen habe. Aber die Box von Bakuman musste ich unbedingt kaufen, weil ich den Manga noch nicht habe. Und jetzt, wo die Boxen rauskamen, habe ich gedacht, ist es die beste Lösung, sich einfach die zu kaufen. Dann habe ich mir gekauft Deep Throat, den ersten Band. Ich habe ehrlich gesagt am Anfang gedacht, dass das ein Einzelband ist. Habe ich nicht so richtig drauf geachtet, muss ich gestehen. Ich glaube, der ist schon wieder mit zwei Bänden oder so abgeschlossen. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich muss sagen, am Anfang fand ich den Manga ziemlich seltsam. Gerade, ich glaube, er heißt Theo, hat mich total genervt. Wirklich genervt. Ich habe mir öfter gedacht, was das überhaupt für eine seltsame Person ist. Aber gut. Der Manga war an sich, also je weiter ich ihn gelesen habe, desto besser wurde er. Gegen Ende war ich dann so weit zu sagen, okay, er war nicht schlecht. Ich werde mir auf jeden Fall den zweiten Band kaufen, aber ich weiß nicht, ob ich die dann danach noch behalten werde. Also ich bin nicht sicher, ob ich ihn behalten werde, aber ich möchte doch wissen, wie es weitergeht. Versteht man das? Ich weiß es nicht. Also ich bin halt noch so ein bisschen hin und her gerissen, aber er war schon ganz nett. Ich mochte ihn hier besonders gerne. Er ist wirklich ein bisschen naiv, aber doch sehr aufrichtig und ich mochte ihn sehr gerne. Dann habe ich mir einen Manga gekauft, auf den ich echt lange hingefiebert habe und auf den ich wirklich ewig gewartet habe. Aber als er dann endlich raus war, wurde ich, wie soll ich sagen, nicht enttäuscht. Ich war mega happy. Und zwar Fading Colors von Nightmaker. Der Manga war einfach so toll. Ja, es geht um die beiden auf dem Cover. Die leben in einer Welt, in der eben nur solche Katzen, Menschen leben und die Einfarbigen halten sich eben für was Besseres als diejenigen, die eben mehrere Farben haben. Und ja, so ist es auch in der Gesellschaft angesehen, also als ein Katzenmensch mit mehreren Fellfarben brauchst du gar nicht versuchen, irgendwie was aus deinem Leben zu machen. Du bist sowieso immer nur abgestempelt als billige Arbeitskraft und so ist es halt in dieser Welt. Und ja, es war sehr interessant zu sehen, denn wie man hier sieht, er ist einfarbig, er hat mehrere Farben. Sie begegnen sich zufällig. Bei der Begegnung verliert er sein Handy, er findet es und sucht ihn dann. Und so lernen sie sich eben kennen. Am Anfang ist das alles noch so ein bisschen, wie soll ich sagen, zickig. Ja, also er ist noch sehr abweisend, aber später verstehen sie sich doch sehr gut und ich fand den Manga einfach mega toll. Hier ist auch noch eine wunderschöne Farbseite drin. Ich habe echt gar nichts zu bemängeln. Der hätte von mir aus noch länger sein können. Also der Manga ist jetzt nicht super mega dick, hätte von mir aus gerne doppelt so dick sein können. Aber klar, so ein Manga macht viel Arbeit. Ich kann auch verstehen, wenn der dann nicht so fett ist. Ja, ich hoffe, dass dazu noch mal irgendwann mehr kommt, weil ich mochte die Charaktere sehr gerne und ich hoffe wirklich, dass dazu noch mal irgendwie was rauskommt. Ja, Nightmaker hat auch eine Seite auf Facebook, die werde ich euch unten in die Infobox schmeißen. Wenn ihr Bock habt, guckt da gerne vorbei, da zeichnet sie viel und lädt viel hoch und so weiter und so fort. Also, ja, kann ich nur empfehlen, da mal vorbeizuschauen. Dann musste ich mir natürlich auch, wie wahrscheinlich jeder diesen Monat, Band 1 und 2 von Hyokoi kaufen. Ja, ehrlich gesagt war ich von der Preview nicht so überzeugt.
Hat mir in dem Augenblick noch nicht so zugesagt. Aber als ich dann so ein bisschen mehr über den Manga gelesen habe, hat er mich doch interessiert. Und ich habe mal geguckt, wo ich den denn so bekomme. Und es war echt schwer. Denn dadurch, dass den beiden ersten Bänden Extras beilagen und sie günstiger waren in der Erstauflage, waren die so schnell vergriffen, dass man echt Glück haben musste, um da ranzukommen. Also, ich habe hier auch diesen kleinen Anhänger dabei. Den zweiten Band bekam man bei uns eigentlich noch recht gut. Beim ersten Band sah es dann schon etwas anders aus. Allerdings wollte ich sowieso zu dem Zeitpunkt gerade bei Tokyopop etwas bestellen und habe dann auch den ersten Band gleich mitbestellt. Und tatsächlich hatte ich dann das Glück, Moment, ob ich sie gerade finde, dass eben auch noch da ein paar Exemplare waren, bei denen diese Sticker dabei lagen, was mich sehr gefreut hat, weil ich sowas immer ganz süß finde. Aber eigentlich sind die viel zu niedlich, um sie jemals zu benutzen, ehrlich gesagt. Ja, ich glaube, ich werde die einfach so aufheben und ewig anlieben oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich mir die beiden ersten Bände gekauft. Dazu muss ich eigentlich gar nichts sagen, denn ich wette, dass 90%, mehr als 90%, bestimmt 99% von allen, die dieses Video jetzt gucken, sich auch diesen Manga gekauft haben. Also, ja. Ein sehr süßer Manga. Es geht eben um die kleine Hiyori. Und wenn ich klein sage, dann meine ich klein. Die ist nämlich ziemlich kurz geraten, wie man hier sieht. Allerdings muss man auch sagen, dass ihr Klassenkamerad ziemlich groß geraten ist und dementsprechend sieht es auch aus, wenn die beiden nebeneinander stehen. Und sie ist am Anfang sehr, sehr schüchtern und kommt gar nicht aus sich raus, hat immer das Gefühl, sich irgendwie verstecken zu müssen und so weiter. Und er ist halt so der typische, wie soll ich sagen, Strahlemann und schafft es, sie so ein bisschen aus ihrem Schneckenhaus zu locken. Und das war doch immer ganz süß mit anzusehen. Und ich bin auch schon sehr auf den dritten Band gespannt, der jetzt auch, glaube ich, gerade rausgekommen ist. Aber ja, ich bin gerade pleite und deswegen werde ich wohl bis September warten müssen, bis ich mir den kaufen kann. Leider, leider. Ja. So viel dann zu Hyokoi. Und ich fand es auch ziemlich cool, dass die ersten Bände günstiger waren und eben auch noch so kleine Extras mit dabei hatten. Das fand ich doch sehr cool von Tokyopop und ja, fand ich echt schick. Ein absolutes Must-Have war natürlich auch der zweite Band von Ten Count mit wunderschöner Farbseite. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich kann eigentlich nicht so viel dazu sagen, denn ich drücke mich momentan ein bisschen davor, den weiterzulesen. Das wird wahrscheinlich jetzt niemand verstehen, denn ich wette, dass jeder sofort diesen Band verschlungen hat, der ihn sich gekauft hat. Und ich kann es auch total verstehen, dass andere das so tun, aber bei mir ist es so, dass wenn ich etwas richtig liebe und mich auf etwas richtig freue, ich manchmal total die Probleme habe, das dann auch direkt zu konsumieren. Also wenn eine CD rauskommt, die ich unbedingt haben möchte und auf die ich mich monatelang freue, weil ich sie mir im Pre-Order bestellt habe und dann kommt sie endlich, kann ich sie nicht sofort anhören. Ich muss dann immer so erst ein bisschen damit warm werden und dann kann ich es erst anhören. Und genauso ist es mit diesem Manga. Es ist total schwer zu erklären. Wahrscheinlich halten mich jetzt alle für mega bekloppt. Aber ja, ich konnte ihn noch nicht lesen, weil ich, dann hätte ich ihn ja schon fertig gelesen und dann könnte ich ihn nicht mehr lesen. Ach, das muss keiner verstehen. Auf jeden Fall bin ich selbst seltsam und verschroben und deswegen habe ich diesen Manga noch nicht gelesen und liebe ihn nur ein bisschen so an und ja, werde ihn dann bald lesen, wenn ich ihn genug von außen angeliebt habe. Ja, sehr seltsam, ich weiß. Ja, dann lassen wir mal meine Verschrobenheit außer Acht und machen weiter mit einem weiteren Boys Love Manga. Keine Angst,
Es sind nicht mehr nur Boys Love Manga, aber ja. Schlaflose Nächte Band 1 und 2 habe ich mir zusammen gekauft. Ist ein mega schöner Manga. Ich finde den Zeichenstil echt cool. Ich mag die Charaktere. Der dritte Band ist jetzt auch gerade rausgekommen, aber genau wie bei Hyokoi muss ich mir den leider noch ein bisschen verkneifen und auf den nächsten Monat warten. Und ja, ich weine innerlich ganz viel. Ja, Schlaflose Nächte ist ein ziemlich abgefahrener Boys Love, aber mega süß und es geht halt um ihn hier, der homosexuell ist und keinen Kontakt zu Homosexuellen hat und deswegen sich bei so einer Partnerbörse übers Handy, also so ein komisches Single-Portal, anmeldet, dort mit jemandem in ein Gespräch kommt, sich dann auch mal mit dem trifft. Und ja, wie sollte es anders sein? Er wird natürlich direkt unter Betäubungsmittel gesetzt und fast vergewaltigt. Super! Er beschwört dann sehr aus Versehen einen Dämonen, könnte man sagen, herauf. Das ist er hier. Und seinen Diener, der Vogel. Und die bleiben dann eben bei ihm, weil, ja, wie soll ich sagen, der Dämon keinen Bock hat, nach Hause zu gehen. Ja, eigentlich ist es nichts anderes. Und so erleben die ein paar sehr, sehr skurrile Dinge. Und dann taucht auch noch der Verlobte von dem Dämon auf und der ist genauso schräg und es ist alles sehr, sehr schräg, aber es war so, oder es ist so lustig und ich liebe es einfach und kann es wirklich nur empfehlen. Es hat leider nur 3 Bände. Ich hätte mich gefreut, wenn das noch ein bisschen länger gegangen wäre, aber ich bin auch sehr auf den dritten Band gespannt und hoffe, dass ich mir den ganz bald kaufen kann. Dann mache ich weiter mit einer abgeschlossenen Reihe und zwar Dear Brother von Maki and Joji. Da habe ich alle Bände und zwar sind das die Bände 1 bis 5. Ja, damit ist der Manga dann auch abgeschlossen. Ich mag den Zeichenstil von Maki and Joji sehr gerne und ich mag sehr gerne Josei-Manga. Und ja, ich finde, dass sie so diesen Spagat zwischen Shoujo und Josei eigentlich mega gut meistert, dass es nicht zu erwachsen, aber auch nicht zu kindlich ist. Und deswegen mag ich die Manga von Maki and Joji sehr gerne. Und ja, ich habe mir den Manga gebraucht gekauft, habe auch extra dabei im Auge behalten, dass ich gerne die Schokocard haben wollte, die dem ersten Band damals beilag, weil ich damals nicht dazu gekommen bin, mir den zu kaufen und habe dann extra eben auf Facebook gesucht nach jemandem, der mir den Manga mit Schokocard verkaufen würde. Hab auch jemanden gefunden, habe alle 5 Bände deswegen direkt auf einmal gekauft und das auch für einen recht, wie soll ich sagen, ja, keinen zu niedrigen Preis. Also der war schon etwas höher als das, was ich so normalerweise für gebrauchte Manga bezahle. Und da muss ich ehrlich sagen, war das echt mies, weil also ich mache der Verkäuferin gar keinen Strick draus, aber es ist echt mies gelaufen, denn sie hatte vergessen, dem Paket die Schokocard beizulegen. Und sie hat mir danach versichert, dass sie die Karte per Brief noch zusätzlich abgeschickt hat. Aber leider ist die Schokocard niemals bei mir angekommen. Und das finde ich jetzt halt so ein bisschen, naja, also ich habe extra danach gesucht gehabt, dass ich die unbedingt dazu bekomme, weil ich sie wirklich gerne haben wollte. Und dann ist es sehr, sehr unglücklich gelaufen. Ja, kann ich jetzt leider nichts machen. Also falls ich nochmal irgendwo die Gelegenheit habe, den ersten Band mit Schokocard zu bekommen, würde ich den wahrscheinlich sogar kaufen und dann den Manga irgendwie vertauschen oder verkaufen, um die Karte behalten zu können.
Wenn zufälligerweise von euch jemand die Schokocard von Dear Brother hat und sie nicht haben möchte oder nicht braucht, dann kann er sich gerne bei mir melden. Vielleicht kann ich ja irgendwas im Tausch anbieten. Allerdings glaube ich da ehrlich gesagt nicht dran, weil, ja, naja, ist halt ein bisschen unglücklich gelaufen. Kann man leider nichts machen. Der Manga an sich war aber eigentlich sehr schön. Zeitweise hat mich der junge Mann hier ziemlich aufgeregt. Der ging mir so ziemlich auf den Sack, muss ich gestehen. Aber ansonsten fand ich den Manga echt gelungen. Ich hätte mir gewünscht, dass noch ein bisschen mehr auf die Brüder eingegangen wird. Also auch auf ihn hier. Bei ihm war eigentlich so kaum was. Ansonsten war der Manga aber richtig toll und hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wie gesagt, Maki Enjoji ist eine sehr gute Mangaka, hat mir gut gefallen. Das mit der Schokocard ist leider sehr unglücklich gelaufen, aber kann ich leider nichts dran ändern. Und mal gucken, vielleicht kriege ich sie ja doch noch irgendwann mal. Vielleicht finde ich ja noch mal irgendwann eine, die verkauft wird oder einen ersten Band mit Schokocard, wo ich sie mir dann noch dazu kaufen kann. Ein Manga, den ich auch noch nicht gelesen habe und deswegen auch nicht wirklich viel dazu sagen kann, ist der zweite Band von Vogelkäfig-Syndrom. Den habe ich mir jetzt endlich auch mal dazu gekauft, weil ja, den ersten hatte ich ja schon vor einer Weile gekauft und dann habe ich irgendwie verpeilt, als der zweite rauskam und hatte nie dann das nötige Kleingeld dafür. Da ist auch eine schöne Farbseite drin. Irgendwo da drin befindet sich auch eine hübsche Postkarte. Ich muss gerade mal ein bisschen wühlen. Ja, so. Hier ist auch noch eine schöne Postkarte. Fand ich sehr hübsch, dass Tokio Pop den Manga auch noch Postkarten beigelegt hat. Hätte ich besser gefunden, hätten sie ihn dann eingeschweißt, weil ich oft das gesehen habe, dass der Manga dann keine Postkarte mehr drin hatte, obwohl es die Erstauflage war. Ja, schöner Manga, habe ihn wie gesagt noch nicht gelesen, bin aber gespannt. Ja, mal gucken, wie der so wird. Der Zeichenstil ist auf jeden Fall sehr, sehr toll. Ich finde den Zeichenstil von der Mangaka echt schön. Und ebenso nicht gelesen, und deswegen kann ich auch da nicht wirklich was dazu sagen, ist Sommer der Glühwürmchen Band 2. Der hat keine Farbseite. Ich war mir eigentlich sicher, keine Ahnung. Auf jeden Fall von Nana Haruta. Ja, den wollte ich eigentlich schon lange gelesen haben, aber ich hatte einfach nicht die Zeit dazu und deswegen auch der nicht gelesen. Ich finde das Cover echt schön. Ich mag die Atmosphäre auf dem Cover echt gerne. Ich finde das echt schön in diesem Glühwürmchen-Getümmel. Sieht echt hübsch aus. Und ja, ich bin ja auch ein großer Nana Haruta-Fan und deswegen bin ich schon gespannt, wie der sein wird. Und zu guter Letzt habe ich noch einen letzten Manga von Tokyo Pop. Und zwar ist es What a Wonderful World Band 1 von Inio Asano. Und den habe ich schon gelesen, muss aber gestehen, dass er mir nicht ganz so gut gefallen hat. Auf der gummierten Oberfläche sammelt sich immer Staub und das nervt mich echt. Auf jeden Fall zum Inhalt vom Manga. Ja, ich fand den Manga, wie soll ich sagen, also der ist ja schon ein bisschen älter. Und ich finde, das merkt man dem Manga auch an. Das waren in diesem Manga ganz viele Kurzgeschichten, die alle oder bisher größtenteils so ein bisschen miteinander verwoben waren. Hier und da sind gleiche Charaktere aufgetaucht. Ein Charakter, der in der einen Geschichte vorkam, wurde in der anderen näher beleuchtet. Es gab aber auch Geschichten, wo bisher noch kein Zusammenhang zu einer anderen Geschichte aufgetaucht ist. Da dieser Manga aber zwei Bände hat, nehme ich an, dass das vielleicht dann im zweiten Band irgendwie näher beleuchtet wird. Der erste Band war nicht schlecht, aber ich fand das so ein bisschen, ja, also wie soll ich sagen, es hat so der letzte Funke gefehlt. Es war nicht übel, aber ich hatte so das Gefühl, dass es an manchen Stellen doch noch irgendwie seltsam war. Also ich kann es ganz schwer beschreiben.
Ich fand den Manga, wie gesagt, recht gut, aber eben nicht so gut, wie ich ihn mir vorgestellt hatte. Vielleicht bin ich auch mit zu großer Erwartung daran gegangen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall werde ich mir, ich weiß noch nicht, ob ich mir den zweiten Band noch holen werde oder ob ich den direkt irgendwie vertauschen oder verkaufen werde, ich weiß es nicht. Eventuell kaufe ich mir den zweiten Band gebraucht dazu und dann schaue ich mal, was ich mit den beiden Bänden dann im Endeffekt mache. Ja, ansonsten war es das mit Manga. Ich habe noch ganz, ganz bisschen Merchandise, das ich euch kurz zeige. Also zum einen, das habt ihr ja eben schon gesehen, war das hier beim zweiten Band von Hyokoi dabei, den kleinen hier. Und noch etwas Hübsches, was ich mir über AmiAmi gekauft habe, ist der kleine Schatz hier. Und zwar ist das ein Handyanhänger von Hitchkata aus Hakuoki. Und den fand ich einfach mega niedlich. Auch die Verpackung ist einfach total süß. Und deswegen durfte der mit. Der hat auch nur 5 € oder so gekostet, umgerechnet. Und ja, ich fand den einfach total süß. Und bei manchen Nippes kann ich einfach nicht widerstehen, ehrlich gesagt. Dann habe ich mir auf Rebuy, als ich meine Rebuy-Bestellung mit den ganzen Manga abgegeben habe, noch etwas anderes mitbestellt. Und zwar eine DVD. Und das ist die DVD zu Kizuna. Die ist in Deutschland bei Anime House erschienen. Ich glaube, in Japan gibt es eigentlich 2 DVDs, aber ich weiß nicht, ob dann der Content von beiden DVDs hier drauf ist oder ob sie einfach nur eine hier rausgebracht haben. Ich habe die auf jeden Fall gesehen. Sie hat nur 1 € noch was gekostet, deswegen habe ich sie mal mitgenommen. Ich habe sie mir noch nicht angeschaut. Es ist eben ein Boys Love Anime. Ich bin mal gespannt, wie der so ist. Und das Letzte, was ich mir noch gekauft habe, auf Instagram habt ihr es wahrscheinlich schon gesehen, ist dieser kleine Schatz hier. Und zwar ist das mein Neues, die Nendoroid von Neues. Und ja, die musste einfach unbedingt sein, denn ich liebe Neues. Neues ist mein absoluter Liebling, mit Aoba zusammen. Aber Neues habe ich doch ein klitzekleines bisschen lieber. Und ich bin mega happy, dass ich jetzt diese Nendoroid besitze. Und vielleicht mache ich dazu auch noch ein Figuren-Unpacking bzw. ein Unboxing. Könnt mir mal in die Kommentare schreiben, ob euch das interessieren würde, wenn ich Neues auspacke. Das wäre sehr nett. Dann war's das mit diesem Video. Ich hole mal ganz kurz den Anhänger hier ran, damit es nicht so leer ist. Es war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es ist leider ziemlich lang geworden. Ich habe mir Mühe gegeben, nicht zu viel zu reden, aber ja. Wenn ihr euch zu irgendeinem der Manga eine Review wünscht, zu dem ich jetzt nicht schon direkt eine angekündigt habe, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten dürft ihr gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr ein Unboxing zu Neues haben wollt. Und das war's jetzt dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao!